verbrannt. Nee! Was denn jetzt? Du bist tot! Warum hast du mir nicht gesagt, dass du gestorben bist? Willst du sofort aufs Maul? Hä, was? Steht doch hier und da in die Zeitung. Pass auf, ich lese mal vor. Nico Kottenlatten aus Spritzabhausen ist gestern bei einem tödlichen Unfall so leicht verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle ins Krankenhaus kam. Im Krankenhaus hat man dann gewartet, dass er ums Leben kommt, damit die Ärzte den Tod feststellen können. Die Todesursache wird derzeit untersucht. Ma, wenn ich tot wäre, dann wäre ich doch jetzt nicht hier. Na, vielleicht bist du Plasmaspritzer jetzt ein Geist? Dann würde ich einfach durch die Wand gehen. Na dann los, mach mal, du Seifenverfettung. Ich bin doch gar kein Geist. Sehr heiß. Du gehst jetzt sofort da durch die Tür oder der Bestatter kriegt Hausarrest. Ey, so kann ich das auch, du auf der Höhenbeleuchtungsanlage. Du sollst durch die Tür gehen, während die zu ist. Sonst kriegst du zur Strafe eine zweite PS5. Du bist also doch kein Geist. Das heißt also, du lebst noch. Dann hast du mich also nicht angelogen. Zur Belohnung darfst du nachher meine Tür neu lackieren, weil du da vorgelaufen bist.